Heute bei mir gibt es ein orientalisches Lamm-Ragout mit einem Couscous und dazu einen Joghurt, einen frischen Joghurt, bisschen scharf mit ein bisschen Zitronenabrieb drinnen. Genau, und frischen Kräutern obendrauf. Das ist alles von einem oberfränkischen Bauern, der ja, biozertifiziert produziert. Und genau, der macht einen Hofverkauf eigentlich einmal im Monat. Und da kann man auch als Privatmann immer ganz gut von dem kaufen. Wir haben hier unsere Oberpfälzer Garnelen. Die beliefert uns ein regionaler Fischzüchter aus Bernau, direkt an der tschechischen Grenze. Hier handelt es sich um White Tiger Garnelen, die wir quasi in ein Gewürzöl sous vide garen. Schön glasig, dass sie ein schöner Schmelz haben. Dazu gibt es Brennnessel und Buttermilch. Und noch dazu, habe ich glatt vergessen, haben wir noch einen Hanf aus dem Fichtelgebirge. Und zwar haben wir da geröstete Samen. Das gibt dann nur eine nussige Note mit dazu. Hauptspeise macht der Kollege, aber ich darf die Suppe noch machen. Und zwar haben wir da eine Keule vom Maibock. Dazu gibt es Udon-Nudeln, einen Beef-Tee vom Maibock und Johannisbeerblatt. Schwarzes Johannisbeerblatt. Wird auch sous vide gegart, danach angegrillt und dann haben wir die schönen Waldnoten mit dabei. Ja, eine Reise durch den Wald quasi.